Im Juni erscheint mit Gold Road das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online. Wir verraten euch, warum ihr den Trip in die Westauen buchen müsst. Beim weltweiten Enthüllungsevent am 18. Januar haben die Entwickler von ESO verraten, auf welche spannenden Inhalte und Neuerungen sich alle Tamriel-Veteranen und Neueinsteiger im Jahr 2024 freuen dürfen. Auf dem Programm stehen neue Dungeons, ein vollgepacktes Kapitel und spannende Verbesserungen für eure Eigenheime sowie den PvP-Bereich. Schnallt euch an, wir fassen euch das Wichtigste zusammen. Die kommenden Ereignisse in Tamriel setzen auf das Finale von Necrom aus dem vergangenen Jahr auf. Den Anfang macht der Verlies-DLC Scions of Ithelia, der euch ab dem 11. März auf PC und Mac und ab dem 26. März auf Xbox und PlayStation in die beiden Dungeons Grube der Eidgeschorenen und Schleier des Aufruhrs führt. Dort bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, welche Bedrohung für Tamriel und sogar ganz Nirn mit der Rückkehr der vergessenen Daedra-Fürstin Ithelia einhergeht. Genau diese Bedrohung führt euch mit dem Kapitel Gold Road im Juni in die Westauen, die an Cyrodiil, die Goldküste und Valenwald grenzen. Wer The Elder Scrolls 4 Oblivion gespielt hat, darf sich auf ein Wiedersehen mit Skingrad und weiteren ikonischen Orten Tamriels freuen. Schnell werdet ihr merken, dass in dieser Region etwas Gefährliches vor sich geht. Über Nacht hat sich ein dichter Dschungel über Teile der fruchtbaren Ebenen ausgebreitet. Zudem wird Dämmerholz vom Hochland durch eine magisch verdorbene Schneise getrennt, die von den Bewohnern Wildbrand genannt wird und die alle heimischen Tiere in aggressive Monster verwandelt. Gefahr droht darüber hinaus von den kristallinen Daedra der Spiegelmoorebene, die in das Land einfallen. Es gibt also viel zu tun. Mit der Hauptgeschichte in den Westauen und allen Nebenaufgaben wird euch das Kapitel Gold Road etwa 30 Stunden lang begeistern. Dazu kommen 2 offene Verliese, 6 Gewölbe, 6 Weltbosse und eine neue Prüfung für 12 Spielergruppen. Und natürlich werdet ihr es in der neuen Zone auch wieder mit einem frischen Weltereignis zu tun bekommen. All das kennen Veteranen aus den vorherigen Kapiteln. Völlig neu ist indes die Schriftlehre, ein System, das es euch erlaubt, die Effekte und das Aussehen von Fertigkeiten anzupassen. Für die Bogenfertigkeitslinie erhaltet ihr zum Beispiel das Grimoire Katapultieren, mit dem ihr über einen abgeschossenen Pfeil einen Flächeneffekt auslösen und dann mit einem Rückwärtssalto aus dem Bereich verschwinden könnt. Wie alle Schriftlehre-Fertigkeiten könnt ihr euer Katapultieren um Primär-, Sekundär- und Tertiäreffekte erweitern. Soll der Angriff Gift-, Feuer- oder Blutungsschaden verursachen oder doch lieber alle Verbündeten in Reichweite mit einer Sofortheilung verarzten? Ergänzt die Gesundheitsspritze im Anschluss mit einer Heilung über Zeit, dem Adlerauge-Buff oder verpasst euren Opfern einen schädlichen Debuff. Und zu guter Letzt aktiviert ihr noch einen Effekt wie kleinere Schnelligkeit oder kleinere Verwundbarkeit, was auch immer am besten zu eurem Spielstil passt. Die Schriftlehre und die anderen Inhalte könnt ihr ab dem 3. Juni auf PC und Mac bzw. ab dem 18. Juni auf Xbox und PlayStation genießen, wenn ihr euch das Kapitel Gold Road gönnt, als Upgrade-Version für euren bestehenden ESO-Account oder als Teil der umfangreichen Gold Road Collection, zu der auch das Basisspiel und die 7 vorherigen Kapitel gehören. Beide Versionen sind dabei auch als Deluxe-Editionen erhältlich, über die ihr coole Schmankerl wie ein Andenken, ein Pet, Emotes sowie ein einzigartiges Mount freischaltet. Weitere Goodies wie ein schickes Wolfsmount und sein Welpe als Begleiter winken, wenn ihr Gold Road jetzt vorbestellt. Das Jahr 2024 hat für alle ESO-Fans jedoch noch viel mehr zu bieten. Im 3. Quartal erwartet euch das kostenlose Update 43, das neben grundsätzlichen Verbesserungen auch noch ein geheimes Feature für euer Eigenheim im Gepäck haben wird. Update 44 aus dem 4. Quartal soll wiederum den PvP-Bereich um neue Inhalte erweitern. Dazu kommen 2 neue Gefährten, die ihre persönlichen Questreihen mitbringen und die ihr leveln und ausrüsten könnt. Zum Schluss noch 3 Hinweise. Die beiden neuen Dungeons des März-DLCs und das zugehörige Update 41 schlagen bereits am 29. Januar auf dem öffentlichen Testserver auf. Ab Frühling wird es eine für alle Tamriel-Helden kostenlose Prolog-Questreihe geben, die euch auf Gold Road einstimmt. Und schon jetzt könnt ihr die Möglichkeit der kostenlosen Probe von ESO Plus nutzen, um in die bisherigen DLCs und Kapitel reinzuschnuppern. Oder die diversen anderen Vorteile des optionalen ESO Plus Abos auszuprobieren. Und zwar auf allen Plattformen. Alle Details zur Vorbestellung von Gold Road und zu ESO Plus findet ihr in der Videobeschreibung.